riecht nach Opfer. Ich habe hier überall so viele Bücher rumliegen, ne? Und ich habe in keines dieser Bücher bisher jemals reingeguckt. Ich sitze hier seit 2 Stunden und mach Luftpolsterfolie kaputt. Kennt ihr das, wenn ihr während der Unterrichtsstunde auf Klo müsst und euer Lehrer sagt, so viel warte ich in der Pause auf Klo? Bro, weil während der Pause dann gefühlt immer 3 Gottesdienste stattfinden, eine Formel-1-Meisterschaft, 7 E-Sport-Turniere, 18 Orgien und ein Raketenstart zum Mars. Ich war übrigens seit mittlerweile 3 Tagen nicht mehr duschen. Ich bin mittlerweile an diesem Punkt angekommen, wo ich wirklich sagen kann, wenn ich alleine auf der Welt wäre, würde ich gar nicht mehr duschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchen-Koch-Hacks mit Life-Hacks mit Luca. Anstatt, dass ihr versucht, mit dem Haltegriff des Messers zu schneiden, nehmt einfach die scharfe Seite vom Messer. Ey, die Leute, die ab 2003 geboren sind, tun mir richtig leid. Warum, weil die dieses Jahr 18 werden? Die hatten Corona, Lockdown, denen wurde der 18. Geburtstag weggenommen. Mhm. Und jetzt können die nicht mal Auto fahren, weil die Tankpreise so geistkrank teuer sind. Aber wenigstens habt ihr meine Vlogs. Es gibt übrigens nichts Schlimmeres als Preisschilder, die man nicht richtig abziehen kann. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Mein Mixer macht irgendwelche Sachen! Wassermelone ist die beste Frucht der Welt. Ganz kurzes Update zum Thema Fahrstuhl. Er fährt wieder. Fahrstühle sind eigentlich richtig creepy, ne? Dein Leben hängt einfach an so einem Seil. Nur wenn man zu faul ist, Treppen zu laufen. Ich darf euch jetzt zur spannendsten Aktivität des heutigen Vlogs begrüßen. Peyton und Luca stellen eine Waschmaschine an. Dafür machen wir Wäsche rein. Und machen die Waschmaschine an. Das ist das kleinste Polizeihäuschen, das ich je gesehen habe. I love you, baby. Fun Fact übrigens, ich dachte früher mal, dass Immobilienberater einem Mobilfunkverträge günstiger anbieten. Wegen Mobil. Halt mal kurz die Tüte, ich will so einen coolen Shot machen. Wow! Ihr Müll sieht rot. Bro! Es macht halt mittlerweile auch einfach keinen Sinn mehr. Einfach Blogger. Süßeste Hunderasse der Welt. Hi. Wo? Normalerweise packe ich Briefe von Zuschauern nie in irgendein Video, aber... Hier hat jemand geschrieben, dass ich einen geilen Arsch habe. Hast du nicht? Doch. Hani sagt, habe ich. Hallo. 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 Es wird mal wieder gekocht. Kannst du die Kartoffeln noch anmachen, bitte? Ja. Hi, Kartoffeln. Na, wie geht's? Wir gucken jetzt Pam und Tommy und dann gehen wir schlafen. Bis morgen. Extra meine Kamera vorher da reingestellt, damit wir nicht rein... Die weitere Tagesplanung für heute wird übrigens sein, dass wir gleich 4 fette Tüten an Hilfssachen für Ukraine-Flüchtlinge spenden werden. Dann muss ich Bilder von Peyton wieder machen und dann fahren wir an den Strand. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es ist aber arschkalt und ich weiß nicht, ob wir uns nicht arschkalt den Arsch. Ich bin jetzt aber erstmal im Gym. Gar keinen Bock. Vor allem muss ich mit denen jetzt erstmal so einen Deal aushandeln, weil ich ja noch 3 Monate hier trainieren werde. Aber egal, ich kenne die eigentlich ganz gut. 29,99 Euro. Pro Woche. Pro Woche. Das sind 120 Euro im Monat, das sind 360 Euro für 3 Monate. Heute ist hier übrigens die freiwillige Feuerwehr zu besuchen, Jim. Weil ich ja wieder hier bin. Und einfach viel zu heiß bin. Das sind einfach Vorsichtsmaßnahmen. Mir geht's einfach nur richtig beschissen. Also, alter Scheiße. Ich war jetzt gerade 3 Stunden unterwegs. Davon war ich jedoch nur 1,5 Stunden im Gym. Wisst ihr, was ich die anderen 1,5 Stunden gemacht habe? Richtig. Die Person gesucht, die ihr Fahrrad an mein Fahrrad angekettet hat. Wie blöd kannst du sein? Ich wette mit euch, dass während der Zeit, wo ich im Gym war, Peyton ca. 70 TikToks gedreht hat. Unpopular Opinion übrigens, die Kommentare unter einem TikTok sind immer lustiger als das TikTok selbst. Wie viele TikToks hast du gedreht, als ich weg war? Ich bin gerade beim ersten, da ist mein Schatik. Ah! Natürlich. Hört ihr das? Ich tanke gerade. Für 2,30 Euro. Wir sind spazieren. Ich muss pissen. Peyton ist schlecht. Simsalabim, Bambasaladusaladim, Glaube, Liebe, Hoffnung, alles wird gut. Mhm. Oh mein Gott, ist das steil, Alter.
gefundene Schätze hier abgeben. Wir geben dem Müll einen Korb. Dick, an welchem Team ist die Mütze? Yankees? Oh, yo, was? Ich verstehe halt Real Talk nicht, wie sowas schwimmen kann, ne? Wie kann ein Flugzeug fliegen? Ja, das ist auch logisch, aber ich weiß auch nicht, wie. So, das ist der Strand, von dem ich geredet hatte. Hi. Ja. Hi. Das ist unglaublich, mit Luca kann man einfach nirgends hingehen, weil er immer direkt aufs Klo muss. Ich frag mich, wer vor so einem Schiff dann schlussendlich steht und sich denkt, ja, Mann, das ist eine Beate. Normale Menschen laufen so durch den Sand. Peyton läuft wie eine Schildkröte, weil sie keinen Sand in den Schuhen haben will. Wir haben uns jetzt hier am Strand hingesetzt. Und ich muss sagen, ich find's jetzt nicht so imposant. Aber ich habe imposant. Wie nennt man eine Muschel mit Erkältung? Niesmuschel. Also ich bin ganz ehrlich, ne? Hier müsst echt mal wieder gesaugt werden. Hast du mal ein Messer für mich? Warum? Weil ich würde gerne mal einen See stechen. Wie geil wäre es, wenn ich jetzt einfach mein Handy nehmen könnte, auf deins drauflegen und dann würdest du Akku von mir bekommen. Ich verstehe nicht, warum Apple das noch nicht rausgebracht hat, ne? Das Haus da oben sieht einfach so aus, wie wenn man bei Lego nicht mehr den passenden Stein hatte. In der Weihnachtsbäckerei. Hör auf zu singen. Warum? Das ist nicht so schön. Eins meiner großen Talente, weißt du? Ja. Wie nennt man eine Ente zwischen zwei Bergen? Talente. Talente. Achso. Naja. Sub my channel, guys. Thank you. Ich habe einen Stock gefunden, der einem zuwinkt. Cool. Kein Problem. Eigentlich sollte ich Eintritt nehmen für meine Vlogs. So Geld nehmen, dass man sich das angucken darf. Also habe ich hier 15 Euro oder so. Dann könnte ich mir auch mehr Lottoscheine leisten. Mir wurde übrigens geschrieben, dass einfach es wahrscheinlicher ist, auf dem Weg zum Lottoladen zu sterben, als im Lotto zu gewinnen. Das heißt, wir sind ein großes Risiko eingegangen. Es ist schon crazy, dass so ein Hund einfach dann so sagt, geil, das Ding liebe ich. Schmeiß weg, der läuft hinterher. Willst du auch hinterherlaufen? Nee. Das ist die perfekte Welle. Scheiße. Wie nennt man eine kleine Welle? Keine Ahnung. Mikrowelle. Lass uns bitte einfach gehen. War jetzt keine Welle. Wie heißt die Clique von dem Fluss hier? Keine Ahnung. Elbgang. Hier deine Sorgen einwerfen. Kannst du da rein, bitte? Bin für jeden Dreck zu haben. Also für dich. Ja. Jetzt kriege ich wieder so viel Hate in den Kommentaren, weil ich immer so gemein zu Peyton bin. Bin ich aber nur in den Vlogs, gibst du. Nein. Du sieht irgendwie aus wie so ein trauriges Kind, was von zu Hause weggelaufen ist, wenn man mit den Eltern Streit hatte. Ey! Oh, ich wusste nicht, dass so lange. No sexual. Verstehst du? Kommst du jetzt, Mann? Hä? Wer war das? Solche Schilder habe ich halt nie verstanden, ne? Auch sowas hier in die Richtung, hä? Nichts! Von den Sachen, die da draufsteht, sagen mir was. Außer Wasser oder Hausnummer 11. Aber was heißt jetzt AV 0,8, 1,0, 1,4, VT 32? Hä? Ich hab einen Popel. Ey, wo wohnst du? In dem weißen Haus am Berg. Ah. Ja. Einfach Fettstraße. Wir sind jetzt wieder zu Hause, spielen Gesellschaftsspiel, essen Pudding, essen Erdbeeren und sag mal, sind wir alt? Mir ist einfach gerade aufgefallen, dass mein Stativ und meine Schere voll zueinander passen. Die haben beide so einen Teil Silber, dann so schwarz, dann so einen roten Punkt und... Falls ihr euch fragt, warum hat die ein rotes Kleid, dann gehen wir irgendwo noch hin. Nein, ich muss jetzt um 10:30 noch Bilder in der Tiefgarage machen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich überhaupt kein Ende für den heutigen Vlog gedreht habe, deswegen ciao. Tschüss. Mit Ö.